Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Heute ist wieder soweit Crow mit High Feed featuring Claudia Valentina. Sagt mir gar nichts. Glaube ich? Ne, sagt mir gar nichts. Bin aber sehr gespannt. Die letzten Dinger von Crow, waren wieder mehr mein Ding. Noch eben vorweg. Letzte Woche kam, glaube ich, gar kein Video. Oder nur eins. Diese Woche kann das genauso sein und nächste vielleicht auch, einfach weil ich gerade krank bin und mich dann halt ein bisschen schonen will und ich dann nicht hier die ganze Zeit husten will und. Gut. Und ja. Nur, dass wir das eben klar haben, scheißegal, let's go. Ich wollte gerade sagen, das sieht schon wieder geil aus mit den ganzen Effekten. Und dann sehe ich einfach, wie schlecht das hier mit dem Dingens da gemacht ist. Was da links war, auf jeden Fall. Hier, das, was jetzt hier links ist. Das sieht so. Da sieht das komisch aus. Okay, egal. Ich kann mir jungen Gründe, dir zu folgen, egal wo du hingehst. Boah. Denn das so schön bist, sind sogar Blinde. Niemals hatte ich gedacht, dass ich dich hier finde. Ich glaub, Es hat aber einen richtig chilligen Vibe, ne? Jetzt schon. So, ich dachte am Anfang, dachte ich schon so, aber okay, doch, der Vibe ist chillig und auch diese Stimme, die Background-Stimme, die auf einmal so richtig laut wird. Gott ist eine Frau, ja, genau. Und ich weiß auch, du kennst sie ganz genau. Und ich frag mich, was ist mit uns passiert? Ich weiß nicht, wo du bist nicht mehr hier in meinem Arm. Und kann gar nicht sein, dass du mich nicht vermisst, denn ich denk an dich jeden Tag. Und egal, wen ich find, ich vergleich sie mit dir war alles so viel mehr. Wieso schreib ich nur nass, wieso schreib ich nur Hi? Und es kann sein, dass du erdrückt wirst. Alter, der Refrain hört sich aber richtig geil sommerig an, ne? Sommerig. Aber der klingt so richtig schön nach Sommer. Der Beat alleine und die Stimme dann, ne? Ich mit dir vorhab, Baby, ich bin süchtig, weil du verrückt bist. Mein Herz ein Loch wie ein Donut, Baby. Wieso schreibst du mir, wenn du sagst, dass du keine Lust hast? Und schmeiß jedes Mal, wenn ich frage, ob es mit uns passt. Beweis mir, dass du mit deinem Boyfriend nicht Schluss machst, dann wüsste ich, du bist glücklich. Eigentlich bin ich ja gar kein Fan für diese schnelle Rap-Sachen, ne? Also so Double-Time-mäßig. Ob man das jetzt so nennen kann hier, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber eigentlich bin ich ja gar kein Fan davon. Habe ich auch gerade wieder gemerkt, wo es angefangen hat. Aber weil das durchgezogen hat mit dem Beat, kommt das geil. Kommt das mies geil. Was ist mit uns passiert? Ich weiß nicht, wo du bist nicht mehr hier in meinem Arm. Es kann gar nicht sein, dass du mich nicht vermisst, denn ich denk an dich jeden Tag. Und egal, wen ich find, ich vergleich sie mit dir war alles so viel mehr. Wieso schreib ich nur nach, wieso schreib ich nur Hi? Muss ehrlich sagen, obwohl ich sie jetzt nicht kenne, habe ich irgendwie mit der Stimme schon gerechnet. Also mit so, genau so einer Stimme habe ich gerechnet. Schon ein cooler Part, also mit den unterschiedlichen Stimmen, ne?
Also, dass die so unterschiedlich sind. Aber auch geil. Das ist ja auch wieder richtig was für mich, ne? So dieser gedämpfte Ton dann auf einmal. Manchmal ist scheiße, aber hier ist perfekt. Geiles Ding. Also, das ist wieder so ein Sommerding, ne? Einfach geil. Geiles Teil einfach von Crow. Generell in allem, was er da gerissen hat. Vom Beat her, von seiner Stimme her. Der Refrain hat auch irgendwie so ein bisschen... Also der Refrain, der bringt dir einfach den Sommer. Der bringt dir den einfach. So, weil das irgendwie so... Du hast dieses gechillte, jetzt gerade auch, es ist gerade so richtig schön warm und so, und du hörst diesen Song und es fühlt sich einfach genauso an. Deswegen richtig geil. Aber ich muss ehrlich sagen, bei Claudia Valentina, ich nenne sie jetzt einfach erstmal so, ich habe mit der Stimme gerechnet. Einfach aus dem Grund, weil es für mich einfach so eine normale englische Stimme ist von Frauen. Kann man das so sagen? Oder was heißt, kann man das so sagen? Also so sehe ich das einfach, weil die Stimmen hört man in letzter Zeit so oft, dass ich die halt nicht mehr wirklich als krass einstufe oder so. Also klar, so Autotune-mäßig, so Männerstimmen sind auch viel Ähnlichkeit und so, aber ich finde bei englischen oder Frauen, die Englisch singen, natürlich jetzt nicht große Größen, aber so diese Neuen, die kommen, oder die so ein bisschen, die noch nicht so wirklich in der Öffentlichkeit, nicht so riesig sind, die hören sich alle irgendwie gleich an. Ohne die jetzt schlecht reden zu wollen, aber für mich, ich habe einfach so dieses Gefühl und das nervt einfach irgendwo. Deswegen, es ist gut harmoniert, es hat sich geil angehört, wie gesagt, auch ihr Part am Ende war richtig geil. Aber es war jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches, leider. Weil ich da auch doch irgendwo dann gehofft habe, dass ich mich vertue, aber war dann leider nicht so. Trotzdem, wie gesagt, ein richtig geiler Song und das Video auch passend dazu, finde ich. Du hast die ganze Zeit dieses Helle, außer bei ihr jetzt, was ich auch ein bisschen schade fand, dass sie nur in so einem Raum war. Ich fand cool, dass sie getanzt hat mit ihrer Freundin, sage ich jetzt mal. Das Licht fand ich jetzt nicht so, also so die Beleuchtung fand ich jetzt nicht so geil, aber sonst war das immer richtig geil, so dieses helle, du hast noch mehr dieses sommermäßige, gerade wo die hier jetzt an der Villa standen, wenn Crow in sein Auto steigt, auch wieder so ein altes Ding, habe ja gar keine Ahnung von Autos, aber auch wieder so ein älteres Ding, mit so ein bisschen diesen Harry Potter Feelings, muss ich ehrlich sagen, einfach wenn das Ding dann abhebt. Ja, hier, ja, habe ich ganz vergessen, dass das ja auch schon dabei war. Ist zwar jetzt nichts, doch, hat auch irgendwo das Sommerfeeling, einfach weil der Oberkörper frei ist, so ein bisschen. Also, das Video hat das doch schon ein bisschen unterstützt, so dieses Sommermäßige. Deswegen, perfekter Song zur perfekten Zeit, finde ich einfach. Ich glaube, das ist das Beste, der beste Abschluss, den ich da zusammen kann, weil der Song ist geil und der Abschluss, also es passt einfach perfekt zu der Zeit jetzt gerade. Als wenn er das Ding da liegen gehabt hätte und gesagt hat, ja, okay, jetzt muss ich das Ding raushauen. Geiles Teil von Crow. Wie gesagt, die Frauenstimme war jetzt nicht so übertrieben mein Ding, aber am Ende hat es zusammengepasst. Könnt ihr gerne drunter schreiben, wie ihr das seht. Ob ihr das auch so seht, oder mit der Frauenstimme, was ich gesagt habe, dass die so ein bisschen standardmäßig klingt. Oder ob ich mich da einfach, ob ich vielleicht ein bisschen dadurch, dass ich krank bin, auch ein bisschen was im Kopf abgekriegt habe. Könnt ihr gerne runterschreiben. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wieder von Crow was kommt, weil das Album, es dauert nicht mehr lange, da wird es kommen. Und das ziehen wir uns auf jeden Fall rein. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und vielleicht bis dahin. Ciao, ciao.